1. Dezember, minus 3 Grad, Sonntag, 6 Uhr morgens. Das ist der Cooper Born VZ und heute machen wir einen Reichweitentest mit 130 km/h. Bin hier bei Ionity. Es ist unglaublich kalt. Das Auto war total überfroren. Habe heute Morgen vorgeheizt. Zum Herfahren hierher habe ich die Batterieheizung angehabt. Hat aber nicht gereicht, weil das Auto hat mir gesagt, es dauert 40 Minuten, um die Batterie vorzuheizen. Habe aber nur 25 Minuten hier gebraucht. Also habe ich auch das Jojoing gemacht. Heißt volle Power, abgebremst mit Rekuperation und wieder volle Power. Ein paar Mal, bis er dann hier mit so ungefähr 90% der Batterie Temperatur hier angekommen ist. Ich lade jetzt hier, ich habe mit 50 kW gleich geladen, ich lade noch bis 100% und dieses mit 50 Kilowatt laden wird hoffentlich die Batterie dann vollheizen auf die perfekte Temperatur und dann machen wir unseren Test. Ich fahre mit 130 km/h GPS Geschwindigkeit auf der Autobahn und dann komme auf der anderen Seite Ionity dann zurück, schauen wir, wie viel Reichweite das wir schaffen. Danach mache ich einen Ladetest und dann 110 km/h Reichweitentest. Bin losgefahren, fahre 133 auf dem Tacho. Jetzt sieht man wunderschön hier am Head-Up-Display oder an diesem schönen Cockpit. Ne? Wunderbar. Hat minus 3 Grad im Moment. Als ich losgefahren bin, waren es minus 4,5. Bin mit 100% losgefahren, bin schon bei 91%, weil 21 Kilometer gefahren, hoher Verbrauch, weil die ersten 10 Kilometer waren bergauf. Ich bin im Komfortmodus. Habe meine Heizung auf 23,5 Grad, Auto, Lüfter auf 2, Sitzheizung auf 2, vorher sogar Lenkradheizung kurz an, weil es notwendig war, ist wirklich arschkalt. Es war voll neblig, jetzt ist es ein bisschen neblig. Aber es kommt auf die Höhe an, wo ich fahre. Also in Passau war es brutal, aber jetzt hier geht es eigentlich. Jetzt ist gar nichts. So will ich das haben. Weil das war ja ekelhaft. Nebel ist immer anstrengend. Bin bei 75%, habe also 25% meiner Batterie benutzt. Bin 66 Kilometer gefahren, das wäre eine volle Reichweite von 264 Kilometer. Verbrauch ist 285 Wattstunden pro Kilometer. Aber es hat halt auch jetzt minus 2,5, vorher noch minus 4 Grad draußen. Heizung auf 23,5, dieses Auto hat eine Wärmepumpe. Sitzheizung auf 2 und die Sitzheizung ist angenehm, also ich bin bequem. Luft ist aber nicht warm, es hat keine 23,5 Grad hier drin, obwohl die Heizung seit über einer Stunde an ist, von zu Hause weg zum Lader und beim Laden habe ich es angelassen, trotzdem. Fahrt ist wunderbar, endlich ist es ein bisschen hell und Nebel ist auch keiner. Ganz wenig Verkehr, das ist ja immer super. Ich drehe so in 10, 15 Kilometer um und dann fahren wir zurück, aber dann Richtung München, weil das wird zu wenig, wenn wir jetzt einfach zurückfahren. We'll be right back.
bin bei 50% und es waren 134 Kilometer, die ich gefahren bin. Also volle Reichweite 268 Kilometer. Verbrauch ist immer noch über 280 Wattstunden pro Kilometer. Fahrt ist wunderbar, nichts los, hat immer noch minus 3,5 Grad draußen, habe auch nichts an Heizung und so weiter geändert. Also die kälteste Temperatur bis jetzt war minus 4,5 und die wärmste minus 2,5. Das ist natürlich nicht super für den Verbrauch und die Sonne ist auch noch nicht draußen, dass die irgendwie ein bisschen was erwärmen könnte. Aber die kommt wahrscheinlich bald, hoffentlich. Wir werden es sehen. Aber ja, Verbrauch ist hoch, weil kalt. Hab umgedreht, wir fahren zurück. Hab noch 56 Kilometer zum Lader. Auto sagt, ich komme mit 16% an. Schauen wir mal, ob das stimmt. Wenn ich auf meine Fahrdaten sehe, sind es am Schluss 237 Kilometer und ich soll ja volle Reichweite 287 haben. Das heißt, ich komme mit 30 Kilometer Restreichweite an und das sind fast 10%. Also ich glaube, das geht noch runter. Hab immer noch hohen Verbrauch, aber ein kleines bisschen weniger. Hab die Heizung ein bisschen nach unten gedreht auf 23 Grad und auch die Sitzheizung nur auf 1. Wie ist der Cooper Born VZ auf der Landstraße, auf der Langstrecke, Autobahn 130? Und für das, dass es das sportliche Auto ist, soll er der sportlichste sein, Born, den es gibt. Im Komfortmodus ist er wirklich super. Wenn man in Cupra-Modus geht, ja, es wird alles ein bisschen härter und so weiter. Aber im Komfortmodus wunderbar, schön leise, komfortabel, stabil, Tempomat ist wunderbar, Lenkassistent ist wunderbar. Was nervt, und ich verstehe es nicht warum, erstens einmal die Sitze. Die Sitze sind okay, aber nicht toll. Also ich finde sie ein bisschen zu lang und ein bisschen zu hart. Ist jetzt nicht der beste Sitz, den es gibt. Aber auch nicht furchtbar. Aber das andere beim Lenkassistenten, obwohl dieses Auto das komplett gleiche Lenkrad hat wie jetzt der Tavascan, und beim Tavascan hatte ich null Probleme, dass das Auto mich erkennt, dass das Lenkrad merkt, hey, du hast die Hand am Lenkrad. Ich fasse das hier ganz leicht hier auf der Seite an und hier die Hälfte der Zeit merkt er nicht, dass ich da bin, obwohl ich ganz normal anfasse wie immer. Und das ist nervig und dann muss ich drücken und hier nicht lenken, sondern irgendwo anders drücken. Jetzt im Moment, weil es kurvig ist, merkt er mich. Aber wenn es gerade ausgeht und ich muss nicht dagegen lenken, sondern einfach nur das Lenkrad halten, dann kommt schon die Warnung. Und ich bin nicht vom Lenkrad weg. Da muss ich hier drücken und dann geht's. Das ist ein bisschen schade. Ihr wollt eine Route planen für euer Elektroauto, was benutzt ihr? Natürlich ein Better Route Planner, der Routenplaner fürs Elektroauto. Er unterstützt so viele Autos, ihr könnt einfach auswählen. Ein Better Route Planner weiß, was ungefähr der Verbrauch dieses Autos ist. Man kann viel konfigurieren, hat er Wärmepumpe oder nicht, welche Reifen und so weiter. Wie warm ist es draußen, wie warm ist es im Auto? Und dann plant ein Better Route Planner die Route, sagt, mit wie viel Ladezustand kommt man beim Lader an, wie weit soll man laden. Man kann angeben, welche Lader will man benutzen, welche will man gar nicht benutzen. Und das plant alles ein Better Route Planner ganz einfach und schnell. Wenn man ein Premium-Mitglied ist, hat man auch Echtzeit-Verkehrs- und Wetterdaten. Und man kann ein Better Route Planner auch im Auto via Android Auto und Apple CarPlay benutzen. Wenn ihr den Link in der Beschreibung sucht benutzt, könnt ihr Better Route Planner als Premium-Mitglied 30 Tage lang testen. Und ihr unterstützt diesen Kanal. Dankeschön. Bin mit 12% angekommen, Auto sagt mit 237 Kilometer gefahren, Google Maps sagt 241, Verbrauch immer noch hoch, 283 Wattstunden pro Kilometer und es hat minus 2,5 Grad draußen.
So, dann berechne ich von 100% auf 12% runtergefahren, mit 241 Kilometer gefahren, komme ich auf 273 Kilometer volle Reichweite. Unter diesen Bedingungen mit 20 Zoll Winterreifen, alle Zahlen sind jetzt hier in dieser Tabelle, Temperaturen, Reifengröße, Heizung und so weiter, alles steht da drin. Steht auch drin, die Kapazität berechnete, die man zur Verfügung hat, hat 79 Kilowattstunden soll er nutzbar haben, aber ich gehe jetzt davon aus, es sind so 77 oder so. Ihr wisst es schon, ich weiß es noch nicht, das sehe ich erst zu Hause. Ich mache jetzt gerade einen Ladetest. Ich habe nämlich gesehen, ich hatte vor ein paar Wochen Cupra Towerscan und der hat die Ladekurve vom ID4 Pro. Und der hier, es ist keine große Spitze, aber ziemlich lang, über 100 kW. Der hier hat aber die ganz normale ID3 GTX, ID3 Pro S, also GTX ist ein bisschen besser sogar, Kurve, geht also fast bis 190 Kilowatt hoch, habe ich schon gemerkt, und das ist natürlich super. Also machen wir den Test und danach mache ich noch 110 km/h Reichweitentest. Ich habe jetzt nichts, wo ich vergleichen kann in diesen Temperaturen wirklich. Ich habe den ID3 GTX vor ein paar Wochen getestet, aber da war es viel wärmer, das kann man nicht vergleichen. Völlig gleiche Technik, aber außer den geboosteten Motor von 210 auf 240 kW, aber es war viel wärmer. Was ich habe, ist mein ID7. Mein ID7 habe ich letztes Jahr Mitte Dezember getestet, auch bei so minus 3 Grad. Da hatte ich 300 Kilometer Reichweite ohne Wärmepumpe. Der ist aber auch effizienter, ID7, weil er einfach von der Form her besser ist, wenn es ums Fahren geht, wie jetzt diese Cupra Born ID3 Form. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox, und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr wissen wollt, was so hinter den Kulissen passiert, dann habe ich einen dritten YouTube-Kanal auf Englisch, Behind the Battery. Aber das war's von mir, vielen Dank fürs Zusehen, noch einen wunderschönen Tag. Ciao!